Oh Gott, bloß sie runterpumpen. Der Perioda-Song. oh, wie cool. Warte, erstmal möchte ich den jetzt riechen hier haben. Gott, fühle ich mich hier wohl in dieser Stadt, ey. Nein, nicht bei Drachen. Nun sehen Sie sich mal einer dieser stattlichen Abenteuerin an, wie sie die steinernen Stufen Ishgards hinaufsteigt. Ein historischer Augenblick, möchte ich sagen. Ich bin überglücklich, dich und deine Freunde willkommen heißen zu dürfen. Willkommen im Haus Photon. Mein Vater erwartet euch bereits. Kommt herein, denn dann stelle ich euch ihm gleich vor. Kommt schon, tretet ein. Die Feuer sind geschürt, man erwartet euch. Jetzt würde ich immer noch mit der alten abgetragenen Rüstung seit Level 50. Die Gesandten 50. Des Bundes der Morgenröte sind eingetroffen. Da sind ja meine Gäste. Ich hoffe, eure Reise hat euch nicht zu sehr erschöpft. Ich, Edmond Fortin, heiße euch willkommen. Es ist mir eine Ehre, euch in den Hallen meiner Ahnen begrüßen zu dürfen. Die Freude ist ganz meinerseits, Graf Fortin. Ich danke euch für den warmherzigen Empfang. Aber nicht doch. Ich bin es, der zu danken hat. Und zwar im Namen aller Bürger Ishgards. Bereiten wir euch mit unserer Anwesenheit auch keine Schwierigkeiten? Besonders in Anbetracht der jüngsten Ereignisse. Es stimmt wohl, dass das kriegsgebeutelte Ishgard seine Tore am liebsten fest verschlossen hält. Ich für meine Wenigkeit bin aber überzeugt, dass wir in unserer Lage Hilfe von außen bitter nötig haben. In der Kurie und den anderen Häusern gibt es Personen, die euren Besuch mit Argwohn betrachten. Aber glaubt mir, ich werde alles tun, um die Zweifel zu zerstreuen. Vielen Dank für eure ermutigenden Worte, Graf Fortin. Zwar ist unsere Zahl klein und unsere Handlungsfähigkeit beschränkt, doch wir werden uns bemühen, euch nicht zu enttäuschen. Nun denn. Ich schlage vor, dass ihr euch erst einmal in Ishgard umseht, um euch mit eurer neuen Umgebung vertraut zu machen. Über das weitere Vorgehen lässt sich auch später noch sprechen. Das klingt ja cool. Ich schau, was ich tragen kann. Der Graf hat recht. Machen wir uns zunächst einmal mit unserer neuen Umgebung vertraut. Die politische Lage in Ishgard ist wie erwartet vertrackt. Ich will so wenig wie möglich von einer Partei abhängig sein. Je eigenständiger wir agieren können, desto besser ist es für uns. Ja, dann mal los. Ich bin gespannt, was für wundervolle Waren auf dem Markt angeboten werden. Och, hör mir auf mit Waren. Ich kann mich dumm und dämlich kaufen. Dass du mir nicht in einen Kaufrausch verfällst. Wir wollen uns nur umsehen. Unauffällig. Ich darf mir sowieso noch nichts kaufen. Werter Graf, wir bedanken uns für euren Vorschlag und werden umgehend zu einem Rundgang aufbrechen. Gut, mein Sekretär wird euch dabei zur Seite stehen. Ich wünsche euch... Banner hätte ich es vergessen. Ich habe da noch etwas. Sekretär, hast du Spiegelbrief für unsere Hausgäste vorbereitet?
Oh Gott. Bastiat, vielen lieben Dank für deinen Raid. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin ganz, ganz schlecht mit Namen. Vielen, vielen lieben Dank. Wie geht es dir? Was habt ihr gespielt? Und natürlich ein herzliches Willkommen euch. Selbstverständlich, mein Herr. Hier. Muss ich auch noch zocken. Und wie ist es? Wie ist Horizon Zero Dawn? Ich spiele auch F14. Sehr cool. Sehr cool. Ja, wir haben jetzt gerade Heavensward erreicht. Ich bin das allererste Mal in Heavensward. Riders on the Storm. Eine der geilsten Stories ever. Echt? Oh, ich muss doch unbedingt mal spielen. Spiel auf Shiva. Cool. Ich auch. Ich spiele auch auf Shiva. Wie eigentlich viele. Aus meiner Liste. Nicht alle, aber viele. Nehmt diese Papiere entgegen. Sie dienen als Beweis dafür, dass ihre Gäste meines Hauses. Dass ihr Gäste meines Hauses seid. Wenn du eine Heilerin brauchst, sag Bescheid. Heilerin klingt gut. Heilerin klingt gut. Da hapert's bei mir immer. Ich spiele nämlich, ja, Bade. Und, ja. Ohne die eine oder andere Unterstützung hier im Chat manchmal wäre ich, glaube ich, noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Da würde ich, glaube ich, immer noch bei manchen Indies stehen und heute noch drauf warten. Ne? Also dank dem einen oder anderen hier geht's sehr gut voran. Sind hier auch alle ultra nett, sage ich jetzt mal. Mira hat mir zum Beispiel vorhin auch sehr geholfen. Da bin ich immer noch sehr, sehr dankbar für. Auch fürs Mutmachen. Weil ich hatte vorhin, ich war noch nie in einem MMO in einem Raid drin. Noch nie. Das war heute das allererste Mal und dann dreimal hintereinander. Ich war völlig fertig. Ich war so fertig. Aber die und der Hybrid haben bereits mir geholfen. Ja gut, das stimmt. Aber die sind auch schon länger dabei. Die sind auch schon länger dabei. Du bist ja heute erst mit da reingeschneit. Zum Glück. Mit als erstes waren Luna und Vonona. Aber Vonona ist schon länger leider nicht mehr da. Also, er ist noch da, aber hat zur Zeit ein bisschen was um die Ohren, glaube ich. Aber meine Mods spielen auch F14. Der eine ist genauso neu wie ich. Na gut, was heißt genauso? Spielt jetzt seit einer Woche, ich seit 2 Monaten. Fühle mich aber immer noch wie ein Anfänger. Wie ihr wisst, waren die Tore Ischgards lange Zeit für ausländische Besucher geschlossen. Es gibt immer noch viele, die Ausländer mit Argwohn betrachten. Nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil sie den Umgang mit ihnen nicht gewöhnt sind. Wir sind doch alle ganz nette Typen hier. Ja. Ja, doch. Doch, kann ich unterstreichen. Daddel neckt einen manchmal ein bisschen. Aber das ist ja auch gern mal gesehen. Also eigentlich ja doch. Sind wir eine ganz nette Truppe hier. Crazy bei uns. Nett sticht crazy. mein Sieger sollte für den nötigen Vertrauensvorschuss sorgen und euch manche Türen und manches Herz öffnen. Möge es euch dienlich sein. Gott, ich freue mich, dass wir nicht in Heavensward sind. Ich bin immer noch. Ich bin verliebt gerade, immer noch. Wir danken euch. Und wir versichern euch, dass wir alle erforderliche Vorsicht walten und dem guten Lormut eures Hauses nicht zu Schaden kommen lassen werden. Lasst mich in die Welt. Also, ich fand die Story von Stormblood am besten. Echt? Also, wie gesagt, ich habe jetzt das allererste Mal überhaupt so weit gespielt. Hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich nicht so viele nette Leute in F14 kennengelernt hätte. Ich bin gerade einfach nur schon froh und gehypt, dass ich in Heavensward angekommen bin. Weil die 7. Ära hat sich so elendig lang gezogen. Und ich fand es einfach schrecklich. Also da fand ich selbst A Rim Reborn besser. Als diese verflickte 7. Ära zwischen dem A Rim Reborn und dem neuen Endo. Das war schrecklich. Das Ende war ganz cool, ja, aber
desto näher man an Helvetsword rankommt, desto besser wurde es. Aber es war trotzdem nervig. Und die Addons, also mega zusammenhängt. Oh, ich freue mich schon drauf. Endwalk habe ich auch vorbestellt. Endwalk habe ich bereits vorbestellt. Es wartet darauf. Im Herbst. Deswegen versuche ich es auch bis jetzt so ein bisschen das Tempo anzuziehen, damit ich es vielleicht doch schaffe. Weil die ersten Wetten lagen darauf, dass ich es bis nächstes Jahr Februar vielleicht schaffe. Ich versuche jetzt so viel FF14 zu machen, wie es möglich ist. Natürlich darf ich die anderen Spiele auch nicht vernachlässigen, die wir spielen. Wie Fallout zum Beispiel. Das habe ich ja jetzt auf Sonntag verschoben. Seid ihr bereit für einen kleinen Spaziergang im Schnee? Ja, sind wir. Natürlich! Was ich mir heute vorgestellt habe, sind Skyward Swords und Joy-Cons. Echt? Sehr cool. Also ich hatte mir... Gott. Als allererstes hatte ich mir jetzt Elder Scrolls Blackwood vorbestellt. Das kam mir jetzt letzte Woche raus. Das habe ich dann jetzt direkt gespielt. Sind wir, glaube ich, auch fast durch, zumindest mit der Hauptstory. Dann hatte ich mir noch, ja, jetzt Endwalker vorbestellt. Und dann will ich mir noch das neue Tales of vorbestellen. Tales of Arise. Und Life is Strange. Life is Strange 3, wie auch 1 Remastered und Before the Storm Remastered. Also die Life is Strange-Reihe spielen wir dann komplett durch, wenn im Herbst die Remastered rauskommt. Genau zu meinem Geburtstag kommt die Tales of Arise und... Scheiße. Und Life is Strange 3. Aber da spielen wir an meinem Geburtstag dann halt nur Tales of Arise. Weil zwei Spiele gleichzeitig gehen dann vielleicht. An einem Tag, meine ich. Wenn sie neu rauskommen. Ich werde euch bei eurem Stadtrundgang begleiten und mit meinen eigenen Vorschlägen aufwarten. Selbstverständlich dürft ihr euch frei bewegen und die Stadt auch auf eigene Faust erkunden. Für den Anfang empfehle ich euch die große Aspis, den zentralen Platz unserer Stadt. Dort befindet sich auch der Sitz der Kurie. Die Erzbasilika, das religiöse und politische Zentrum Ischgards. Kein Platz wäre geeigneter, um einen Rundgang zu beginnen. Danach würde ich einen Besuch in der Ferula-Zeile vorschlagen, dem hiesigen Marktplatz. Wenn es euch gefällt, stelle ich euch der Marktvorsteherin vor. Zuletzt solltet ihr noch auf dem Eteritenplatz vorbeisehen, um euch mit dem Kristall zu harmonisieren. Das haben wir schon getan. Das würde die Fortbewegung unangenehm erleichtern. Wenn ich also bitten dürfte. Ja. Ja. Okay. Das war auf diesem Weg Richtung. Muss ich mich erstmal hier wieder zurechtfinden. Oh, mein kleiner Drache fliegt hinterher. Wobei ich auch meine dicke Katze mal wieder ausrüsten, also als Begleiterin packen möchte. Hätte ich jetzt zu lange nicht mehr. Mein fettes Kätzchen. Hallo, und die Furie ist die Schutzgöttin Ischgards und ihrem mächtigen Bronzeschild ist unser zentraler Platz nachempfunden. Und das prachtvolle Gebäude, das sich dort emporreckt, ist die Erzbasilika, Sitz der päpstlichen Kurie. Dort residiert Papst Thordan der VII., unser geistlicher und weltliches Oberhaupt. Beeindruckend! Und die Statuen entlang des Aufgangs? Nehme ich richtig an, dass die 12 Ritter dastehen, die dem König Thordan dem Ersten auszogen, um den hohen Drachen Nidhogg niederzustrecken, somit den Grundstein für das heutige Ischgarder Reich legten? Wie ich sehe, habt ihr euch bereits ausführlich mit unserer Geschichte vertraut gemacht. In der Tat, es ist, wie ihr sagt, die 12 Ritter besiegten unter der Führung des legendären Feldherrn und Königs Thordan die wilde Bestie Nidhogg. Rund um die große Aspis gibt es viele beeindruckende Bauten zu bewundern. Nehmt euch die Zeit, sie zu erkunden. Ich möchte eigentlich nur eine neue Waffe und eine neue Ausrüstung. Doch zunächst möchte ich euch der Marktvorsteherin Elaise vorstellen. Sie ist eigentlich immer in der Ferula-Zeile anzutreffen. Ich führe euch hin.
Eine Viera, hä? Viera sind cool. Viera sind richtig cool. Einer der Gründe, warum ich mir damals FF12 geholt hatte. Weil ich Friend damals auf dem Cover gesehen hatte. Die auch eine Viera ist. Friend ist Fave. Ja. Oh, Friend war cool. White Mage. Das sehe ich jetzt mit meiner kleinen niedlichen Waffe. Ja, sehr cool, sehr cool. Und du hast auch so eine Alpha-Puppe. Oh. Ich glaube, Hybrid, du warst es, der mir das gerade erst gezeigt hatte. Meine ich, oder? Oh, ja, beide Dinge, ey. Jupp. Die ganze üble Reihe an Raids, die man da machen muss. Oh Gott. Also, nichts für mich, hä? Nichts für mich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde niemals ein Freund von Raids, ey. Dodo. Naja, ich wage es zu bezweifeln, ey. Ja. Die Liste wird immer größer, ey. Also wir halten bald einfach das Fan-Treffen dann in FF14 ab, ne? Wenn ich übel, die sind so gut. Ich fände den Kristallkumpf schon heavy. Wobei ich sagen muss, das zweite Ding davon ging ja. Alter. Alter. Hallo. Alter. Da wird man ja blind bei. Alle rasten aus, ja, aber echt, ey. Alter. Augenkrebs. Ah, sehr cool, ey. Oh, oh nee, jetzt geht's schon wieder los hier. Also. Ich bin schon froh, dass das hier Funke leuchtet. Das ist das Einzige, was ich kann. Ah. Ja, mein Drache hat wieder Feuer gemacht. Weißes. Blaues was. Blaues Feuer. Eieieiei. Warte. Ach, da hinten muss ich hin. Gut.
Ah, oh, was geht hier schon wieder ab, ey? Wölkchen, der liegt gleich. Ja, meine Katze liegt wieder auf der Seite. Die ist so fett, dass sie sich eben auf die Seite legt, ey. Was ist denn Samstag auch Katze? Ah! Katze ist toll! Ja, nee, also ich muss zum Markt. Ich muss ja hier erstmal die Rundtour abschießen. Mich kann man gerade so drin bringen. Außer mir vielleicht den Weg zeigen, aber ich glaube. Das hier ist anders als im Limsa. Im Limsa komme ich nicht klar. Oh, ich will auch Flügelchen. Flügelchen. Schön. Flügel. Flügel. Toll. Gott, ich will das auch alles können. Ja, ich stehe auf Glitzer, ich stehe auf alles. Ich finde es toll. Ich finde Limsa echt cool. Ich weiß nicht, in Limsa komme ich null klar. Die Flügel sind so toll. Ja, oh, ich fand die bei Luna immer schon so mega schön. Und ich stehe auf Flügel, ne? Mein Mana ist alles. Ah, schön. Alter Falter. Da. Ah! So, eins habe ich auch. Hallo? Nee, das war nicht die Taste. Das da war die Taste. Ja, ich habe auch so eins. Das kann ich doch, ich glaub, das habe ich auch von Luna. Oh, liebe Kätzchen, ey. So, jetzt geht die Pet Show erstmal wieder los. Bei dem kenne ich das. Bei der Katze. Ich liebe rote Pandas. Ich liebe rote Pandas. Ich spiele ja manchmal im Stream auch Planet Zoo. Und ich liebe. Ich liebe rote Pandas. Jetzt. Ah, hab ich auch. Mittlerweile. Ist in seinem Element. Der hat sich da ganz hinten gestellt. Dem ist das zu viel. Oh, dieser Otter. Ich finde den toll. Ich glaube, wenn uns der beobachtet, der denkt auch nur so, Alter, was machen die?
hier. Ah, oh, wie cool. Ich find's toll, wenn die das tun. Oh, ich laufe aber gleich mal weiter. Vor allem, wenn das immer mehr werden. Ja, stimmt. Ich muss mal gleich wirklich weiterlaufen, sonst mache ich gleich. Weiß ich hundertprozentig, dass ich Überlänge mache. Ich ahne das jetzt schon. Es wird nichts mehr. Ich mache um 23 Uhr Feierabend. Ich will auch einen coolen Tanz haben. Wenn diese Plätze nicht wäre, ey. Oh, ey. Oh, ey. Ich laufe dann einmal weiter, ne? Sonst wird das hier heute nichts mehr. Oh. Gott, ist das schön hier. Muss ich, soll ich? Hier runter. Müsste Karten lesen und ich werde niemals Freunde. Bin mir schon, wenn ich hier alles harmonisiert habe. Ich habe hier noch nie gesehen. Und wie fahrende Hände sieht ja auch nicht aus. Sagt, wer seid ihr und was wollt ihr hier? Ah, das ist die der Hortons. Dann seid ihr also ihre Gäste ihres Hauses. Gut. So ist es. Dank der Güte des Grafen. Wir beabsichtigen, für eine Weile in der Heiligen Stadt zu verweilen. Es kann durchaus sein, dass wir des Öfteren die Dienste einer gut ausgestatteten Händlerin benötigen. Da ihr im Rufe steht, die beste Händlerin am Platz zu sein, wollten wir uns persönlich vorstellen. Also gut, also auf den Mund gefallen seid ihr schon mal nicht. Das gefällt mir. Bitte stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr etwas braucht. Es wird mir eine Freude sein, mit euch Geschäfte zu machen. Die Ferula-Zeile ist zwar nicht mit dem größten Handelsstraßen Limsa, Luminsas oder Uldas zu vergleichen, wir führen alles, was das Herz begehrt. Ich kenne jeden der Händler und Händlerinnen persönlich und habe ein wachsames Auge über den Warenverkehr. Wendet euch vertrauensvoll an mich, wenn ihr es benötigt. Ausgezeichnet, ihr versteht es, den richtigen Ton zu treffen. Lasst uns nun zum Eteritenplatz gehen. Befindet sich in den Fundamenten westlich von hier. Bitte folgt mir.
Laufe ich einmal. Nein. Ich finde diese Stadt echt mega schön. Und ich liebe Fachwerkhäuser. Ich glaube, am meisten, wenn ich irgendwo mit meinem Freund bin, wir sind eigentlich fast immer in den Altstädten. Weil es so schön ist mit den Fachwerkhäusern. Ja, es sieht immer so romantisch aus. Weil wenn man so in Schlossgärten oder sowas ist, das sieht auch immer schön aus. Ihr ist an der Josefischen Netz angeschlossen und steht euch selbstverständlich zur Verfügung. Bitte harmonisiert euch mit ihm, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Was kommt jetzt?